Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marko Lovic und im heutigen Video möchte ich dir ein unglaublich cooles Tool vorstellen, um dir zu zeigen, wie effizient es eigentlich sein kann, in Aktien oder andere Anlagen zu investieren, schon im jungen Alter und wie sich das Ganze langfristig auszahlen kann. Wenn du also nichts verpassen willst, dann bleibst du bis zum Ende dieses Videos dran und wollen wir wie immer nicht lange drumherum reden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's! Wir befinden uns auf der Seite finanzer.com. Ich habe den Link zu dieser Seite in die Videobeschreibung gepackt, also für jeden, der sich dafür interessiert und das Ganze mal für sich selbst ausprobieren möchte, habe ich das Ganze nochmal verlinkt. Also einfach mal draufklicken und das Ganze mit den eigenen Zahlen mal ausrechnen. Kann man super cool mit rumspielen, ist alles kostenlos, gar keine Werbung, alles entspannt. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Video. Wir fangen jetzt einfach mal damit an, ein bisschen mit diesem Rechner rumzuspielen. Jeder da draußen, egal ob Schüler oder Student oder Arbeitnehmer, Auszubildender, was auch immer, hat die Möglichkeit, 50 Euro im Monat zu sparen. Wir können hier gewisse Sachen einstellen. Die Zeit, wie lange wir sparen wollen, zu welchem Zinssatz wir sparen wollen, ob wir Steuern mit einbeziehen wollen, wie viel Startkapital wir haben, wie viel wir monatlich einzahlen. Und jetzt machen wir das Ganze jetzt einfach mal so, dass wir 50 Euro monatlich einzahlen. Wir haben kein Startkapital, also geben hier 0 ein. Wir haben einen Zinssatz von 7%, was so der Durchschnitt über die letzten Jahre war. Wir geben hier also ein 7%, 50 Euro Sparrate. Die Steuern lassen wir in diesem Video mal außen vor, um das Ganze wirklich möglichst simpel zu halten. Die Ansparzeit lassen wir jetzt einfach mal erstmal 10 Jahre. Und wir sehen schon, nach 10 Jahren haben wir aus 6.000 Euro Investitionen, wir sparen also jeden Monat 50 Euro, 8.289,87 Euro gemacht. Das ist natürlich über 10 Jahre nicht allzu viel, aber zu dem springenden Punkt kommen wir nämlich jetzt noch. Es ist nämlich so wichtig, unfassbar früh anzufangen zu sparen, weil die letzten Jahre der Sparrate die alles entscheidenden Jahre sind. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze nach 20 Jahren aussieht. Dafür geben wir hier einfach mal ein 20 Jahre. Jetzt sehen wir, nach 20 Jahren haben wir nicht nur 2.000 rausgeholt, auch nicht das Doppelte, auch nicht 4.000, sondern die ganze Investition, die wir getätigt haben, schon verdoppelt. Aus 12.000 Euro, die wir 50 Euro pro Monat über 20 Jahre gespart haben, und es braucht mir keiner damit kommen, dass er 50 Euro nicht investieren kann pro Monat. Das ist wirklich ein Mindestmaß, was jeder da draußen machen kann oder zumindest die allermeisten Leute da draußen, ja? Man spart also über 20 Jahre 50 Euro. Das tut einem wirklich nicht weh, 50 Euro im Monat wegzuleben, außer man lebt wirklich an der untersten Grenze in Deutschland und dann tut es mir wirklich leid. Ich möchte niemanden damit angreifen, aber wenn du die Möglichkeit hast, 50 Euro im Monat zu sparen, das Ganze über 20 Jahre machst, kannst du deine Investition schon verdoppeln. Verdoppeln kannst du das Ganze, ja? 12.000 Euro investiert und 24.000 Euro, sagen wir jetzt mal 24.000, 25.000 Euro hast du als Zinsen im Endeffekt als Endbilanz rausbekommen. Also nicht 24.000 Euro Zinsen, sondern das Doppelte an Zinsen halt, was du investiert hast. Unfassbar. Nach 20 Jahren bereits. Ja, natürlich ist mir klar, dass das eine sehr langfristige Anlagemöglichkeit ist. Aber es geht jetzt auch beispielsweise darum, wie das ist, wenn man mit 20 anfängt und dann zum Rentenalter aufhört beispielsweise. Ja? Also gucken wir uns das Ganze weiter an. So sieht das Ganze nach 20 Jahren aus, schon verdoppelt. Wie sieht das Ganze jetzt nach 30 Jahren aus? 30 Jahre haben wir 18.000 investiert und 56.000 Euro rausgeholt. Das ist dann schon keine Verdopplung mehr, sondern deutlich mehr. Wie man sieht, steigt dieser Graph hier immer steiler an. Immer steiler. Das sind die einzelnen Jahre, die man investiert hat. 18.000 hat man investiert über 30 Jahre und man hat 56.000 Euro bereits raus. Jetzt gucken wir uns das Ganze an, wie das nach 40 Jahren aussieht. Nach 40 Jahren, und man sieht schon, in welche Richtung das Ganze geht, ja? Je länger man investiert, desto größer ist der Zinseszinseffekt. Es ist also sehr wichtig, und das ist die Message, die ich mit diesem Video geben möchte, sehr früh anzufangen. Und es ist nicht wichtig, welchen Betrag man spart. 50 Euro oder selbst wenn es nur 20 Euro sind, ja, macht das enorm viel aus. Kleine Beträge können schon enorm viel ausmachen. 24.000 Euro wurden investiert über 40 Jahre. Ja, und ich weiß natürlich, dass 40 Jahre lang ist.
Es geht allerdings darum, mit wie wenig Geld man unglaublich große Summen bereits erreichen kann. Nach 40 Jahren hat man 120.000 Euro aus 24.000 Euro gemacht. Das heißt, du hast 100.000 Euro an Zinsen bekommen. 100.000 Euro geschenkt. Ja, Steuern lassen wir außen vor, aber jetzt mal so betrachtet, 100.000 Euro geschenkt. Ja, geschenkt. Du hast dafür nichts gemacht. Du hast einfach nur auf 50 Euro jeden Monat verzichtet. Und was kannst du dir schon von 50 Euro kaufen? Da kannst du dir vielleicht einen Kinobesuch mit deiner Freundin kaufen. Das war's dann auch schon im Monat. Ja, und wenn du mehr verdienst, ist es natürlich 50 Euro prozentual immer weniger. Und das tut dir dann auch nicht mehr weh. Wenn du natürlich 450 Euro nur verdienst im Monat, dann klar, 50 Euro ist auch relevant. Aber das wirst du ja nicht 40 Jahre lang so machen. 50 Jahre können wir uns zwar auch angucken, ist allerdings natürlich ein bisschen utopisch, aber dann haben wir bereits aus 30.000 Euro 243.000 Euro gemacht. Das ist jetzt auch das Limit. 50 Jahre, 40 Jahre ist natürlich extrem lang. Ich möchte damit nur sagen, dass es extrem, 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 extrem wichtig ist, so früh wie möglich anzufangen und auch kleine Beträge monatlich zu sparen. Denn die letzten Jahre sind das, was wirklich ja den Braten fett macht. Das ist das, was am Ende das ganze Geld ausmacht. Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, nach 10 Jahren hatte man 2.000 Euro. Das lohnt sich ja gar nicht. Ja, es ist also ganz wichtig, das Geld draufzulassen auf dem Konto, auf diesem Aktiendepot und langfristig das Ganze zu betrachten, das Ganze langfristig laufen zu lassen, um dann später diese unfassbaren Summen zu bekommen. 200.000 ist natürlich mit 50 Euro ja bisschen utopisch, aber gut. So sieht das Ganze nämlich jetzt aus, wenn man 50 Euro jeden Monat investiert. Jetzt gucken wir uns mal ein anderes Beispiel an. Jetzt gucken wir uns mal etwas Interessanteres an. Wir investieren jetzt einmal 5.000 Euro auf einen Schlag. Es kann ja sein, dass jemand jetzt 5.000 Euro rumliegen hat und man investiert jetzt einfach mal diese ganzen 5.000 Euro auf einen Schlag und dann nie wieder etwas. Lässt das Ganze jetzt für 30 Jahre auf dem Konto. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an, okay? Also geben wir hier oben an 30 Jahre, 7%, 0 monatliche Einzahlung und eine Startbilanz von 5.000 Euro. Aus 5.000 Euro, die wir einmalig angemerkt, ohne jemals wieder etwas einzuzahlen, haben wir nach 30 Jahren 38.000 Euro gemacht. 38.000 Euro. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es aussieht, wenn wir diese 5.000 Euro in monatliche Raten unterteilen und nur 20 Jahre investieren. Nur 20 Jahre und monatliche Raten. Das Ganze sind dann circa 21 Euro, ist sogar noch ein bisschen mehr, aber 20 Jahre. So kommen wir im Endeffekt auch auf 5.000 Euro circa, haben allerdings nur 10.000 Euro raus statt über 30.000 Euro. Wir haben ein einziges Mal investiert, einmal 5.000 Euro für den Rest des Lebens. Danach wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Man sieht also den Unterschied, wenn man 5.000 Euro ein einziges Mal investiert und dann nie wieder etwas mit der ganzen Branche, mit diesem ganzen Business zu tun hat. Man investiert einmal 5.000 Euro, ja, über 30 Jahre. Nach 30 Jahren hebt man das Ganze ab, weil man das Geld dann haben will, weil man das dann braucht, weil man das ja nicht für immer anlegen möchte. Und man hat dann über 30.000 Euro. Wenn wir diese 5.000 Euro jetzt über 20 Jahre jeden Monat zu 21 Euro anlegen, haben wir nur 10.000 Euro. Ja, es ist also ganz, ganz wichtig, das Geld so früh wie möglich anzulegen. Und selbst wenn wir diese 10.300 Euro nochmal 10 Jahre anlegen, ohne dann weitere monatliche Beiträge zu zahlen, und das gucken wir uns jetzt nochmal an, 10 Jahre, 10.300 Euro, 10.300 Euro circa, keine monatlichen Einzahlungen mehr, kommen wir am Ende nur auf 20.000 Euro. Mit den gleichen 30 Jahren. 30 Jahre 5.000 Euro einmal investiert, über 30.000 Euro am Ende rausbekommen oder jeden Monat 21 Euro anzulegen und dann über 10 Jahre die Gesamtsumme, die man dann entnommen hat, nochmal anzulegen und dann nichts mehr zu machen. Man kommt also mit dem gleichen Geld, was man investiert hat, ungefähr bei viel weniger am Ende raus, als wenn man von vornherein mehr investiert. Also es ist sehr wichtig, sehr früh anzufangen und so viel wie möglich zu investieren. Natürlich nicht jetzt alles, was du hast, übrig. Man sollte natürlich Rücklagen haben. Man sollte in sein Business investieren, in seine Persönlichkeit investieren. Man sollte in Events investieren, in Treffen mit anderen Leuten,
was auch immer. Natürlich sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Aber so viel wie du eben kannst, solltest du so früh wie möglich investieren. Das möchte ich mit diesem Video zeigen, denn das ist wirklich geschenktes Geld, was du einfach nicht mitnimmst. Es ist so, als würden 5000 Euro auf der Straße liegen und du würdest dir denken, ja, ich kann aber auch einfach in der Zeit 2-3 Schritte weitergehen und dann bin ich schon näher am Fitnessstudio dran. Die 5000 Euro, die brauche ich nicht. Ja? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nimm das Geld auch einfach mit, investier so viel wie du kannst, so früh wie möglich, aber im sinnvollen Rahmen, lass dich natürlich entsprechend beraten. Ich bin dafür nicht der Richtige. Es gibt sehr viele gute YouTuber, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Beschäftige dich persönlich einfach mit dem Thema, investiere so viel wie möglich, so früh wie möglich und so intelligent wie möglich, denn Warren Buffett hat mal gesagt, ich investiere in nichts, was ich selbst nicht verstehe. Beschäftige dich also mit den Unternehmen, in die du investieren möchtest und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich verlinke dir die Website nochmal in der Videobeschreibung, damit du selbst nochmal ausrechnen kannst, wie das in deinem Fall eventuell aussehen würde nach 10, 20, 30 Jahren. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du ein Like und ein Abo da lässt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!